Heute haben wir in den News die Besetzung von Elektra in Netflix Daredevil, einige Infos zu zwei Star Wars Solo-Filmen und eine kleine Ankündigung zu unseren kommenden Uploads. Ich bin Philippe und das sind die Techscalibur News. In der zweiten Staffel von Netflix Daredevil bekommen wir es unter anderem mit Elektra zu tun. Die Produzenten der Serie haben nun in der Französin Elodie Yang den passenden Cast gefunden. Beschrieben wird Elektra als mysteriöse Frau mit griechischen Wurzeln, die Matt Murdock noch aus seiner Vergangenheit kennt und deren gefährliche Ader auch für Daredevil zu viel werden könnte. 2016 kommt die zweite Staffel von Daredevil auf Netflix. Wir sind gespannt, wie sich Elodie da so schlagen wird. Aber das wird schon gut werden. Schlechter als bei dem Elektra-Film geht's ja eigentlich sowieso nicht. Und die erste Staffel, da haben die Macher ja schon bewiesen, dass die ein Händchen für die Serie haben. Ich denke, das wird geil. Disney und Lucasfilm haben in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass am 25. Mai 2018 ein weiterer Star Wars Solo-Film starten wird. Und in dem soll es um niemanden geringeren als Han Solo gehen. We're home. Genauer um seine Zeit vor dem Treffen mit Luke Skywalker und Obi-Wan, in der er noch als Ganove-Schurke und Schmuggler unterwegs war. Für die Rolle des Han Solo ist Aaron Paul aus Breaking Bad momentan der am meisten gehandelte Kandidat. Er ließ sich auch nach der Ankündigung des Films nicht nehmen, Tweets mit Star Wars-Bezug zu schalten. Verantwortlich für den Film sind Phil Lord und Chris Miller, die neben der 21 Jump Street-Reihe vor allem mit The Lego Movie auf sich aufmerksam gemacht haben. Das Drehbuch kommt von dem Star Wars-Veteran Lawrence Kasdan, der auch schon Episode 5 und 6 schrieb. Daneben gibt es jetzt auch noch das Gerücht, dass in Star Wars Anthology Rogue One neben den von Mendelsohn gespielten, noch unbekannten Bösewicht ein weiterer eine Rolle spielen wird. Darth Vader. Gespielt werden soll er von dem irischen Wrestler Seamus. Vader soll zwar in dem Film, bei dem Rebellen versuchen, Pläne des Todessterns zu stehlen, keine Hauptrolle, aber dennoch eine ziemlich wichtige Rolle verkörpern. Mit welchem Charakter sollte es eurer Meinung nach einen Star Wars Solo-Film geben? Schreibt es uns doch unten in die Kommentare. Eine kleine Info noch, wir verändern unseren Upload-Plan nach Lukes Abgang ein wenig und bringen die nächste Zeit erstmal nur die News, 7up und die Nerdschule. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ansonsten könnt ihr hier oben zwei weitere Videos abonnieren. Hier unten, das stimmt gar nicht, da könnt ihr zwei Videos gucken. Hier könnt ihr abonnieren. Lasst uns einen Daumen da, teilt das Video gerne. Boah, boah, ey, ich bin so außer Atem, krank. Heuschnupfen, Asthma und so, ich geh jetzt. Ja, tschüss. Oh. Ich kauf dir eine Suppe. Ja.